Herzlich willkommen zurück bei Ark Extinction. Ja, wir wollten, wir könnten. Ganz genau, ich habe hier mal so drei Schmieden aufgestellt. Hab gerade gesehen, dass er das Scrap Metal und das normale Metall gleichzeitig verarbeitet, was sehr praktisch ist. Öl bzw. Benzin brauchen wir aktuell noch nicht. Was ich als nächstes bauen will, brauche, ist eine Werkbank. Also, 50, ich habe mir auch nochmal ein paar Steine gesammelt, gerade hier um Zement herzustellen. Denn 500 durch 4 wären 125, das heißt, geht nicht auf, das heißt 125 mal 8, das wären 1000. So viel habe ich nicht. Aber ich habe ein paar. Ich brauche ja erstmal nur 100. Also, als erstes, was brauche ich für eine Smithy? 50 Steine, natürlich. Das heißt, den Rest kann ich da eigentlich schon mal mit reinpacken. Vielleicht geht's ja auf, aber wahrscheinlich eher nicht. So, 20 Leder und 30 Holz. Habe ich denn so viel überhaupt? Natürlich nicht. Ich habe hier drin noch Holz. Das. Ach ja. So. Und 5 dieser Metallbarren. Jetzt können wir gerade mal testen, wenn ich hier 5 rausnehme. Perfekt. Absolut perfekt. Wunderbar. Ich baue die jetzt erstmal nur provisorisch hier hin. Das wird alles später noch ordentlich eingerichtet mit Wänden und allem drum und dran. Später, ganz später auch noch aus Metall und so. Es wird. Zuerst kommt das hierher. Das und das kommt hier rein, denn ich muss mein Zeug reparieren. Dafür brauche ich Holz und Leder. Dann nehme ich mal das hier raus, pack das mal hier rein und alles, was so generell für die ganzen Materialien gebraucht wird, packe ich mal alles da rein. Ich kann es ja immer noch von dort rausnehmen. Das muss alles. Geht nicht. Kein Metall. Ja. Sowas habe ich mir gedacht. Ich kann jetzt allerdings das hier nehmen und hier drin. Hä, ich hab doch hier. Hier hab ich das Holz. Sehr mysteriös. Wie sieht's an der Front aus? Na, da werde ich noch ein bisschen mehr brauchen. Hä? Steine? Steine hatte ich gar keine mehr. Ja. Offensichtlich. Ich level hier gerade mal das eine Ding. Komm, ein Gewicht. Immer ein Gewicht. Das ist das Wichtigste. So, das wäre fertig. Der Rest allerdings nicht. Das nehmen wir mit. Das heißt, Metall, das kann ich noch reparieren. Und das hier. Hierfür fehlt mir das Metall. Ist allerdings gleich fertig. Ja, ist schon fertig. Geht übrigens auch schneller als das normale, soweit ich weiß. Also als das von dem Metallbarren, nicht nur Scrap Metal Barren. Aber es hat denselben Stellenwert und im Prinzip wiegt's genauso viel. Allerdings kriegt man hier 1:1 es wieder. Das heißt, nee, Moment, das Metall. Das mache ich mal aus, das werden wir noch brauchen. Ich glaube, das Metall wiegt 1 pro. Also 200 Metall wiegen auch 200.
Hier ist es so, und aus 200 Metall kriegt man halt nur 100. Das heißt, es wird halbiert. Hier sind 200 Metall auch wirklich 200 Barren. Das ist sehr gut zu wissen. So, das kommt da neu. Als nächstes müssen wir, wie gesagt, hier an der Front brauche ich noch ein bisschen was. Nicht viel, doch etwas. Der hier irgendwas eingesammelt, der hat eben, als ich wiederkam, hat der da unten gestanden. Was auch immer der da getrieben hat. Hier ist vorhin eine Horde Hyänen rumgelaufen, vielleicht haben die den irgendwie weggezogen. Kann sein. Ich weiß das nicht, aber wir sind hier, um Steine zu sammeln. Einige, viele. Hoffentlich so viele, wie ich kriegen kann, erstmal. Weil Steine braucht man immer. Metall kriegt man auch aus anderen Quellen. Enforcer oder Metalladern gibt es hier auch. Vielleicht sehen wir ja eine. Ne, jetzt gerade nicht. Könnten wir direkt abernten, aber es gibt sie. Und es gibt ja auch noch viele Sachen außerhalb der Sanctuary. Also innerhalb der Sanctuary gibt es sehr viel. Zum Erkunden, zum Machen, zum Gucken. Viele Sachen. Außerhalb gibt es natürlich nochmal genauso viele Sachen. Aber dort ist es halt auch gefährlicher. Das heißt, bevor ich mich überhaupt es erwähne, dort rauszuwagen, muss ich den Bären reiten können. Denn der Trike, der hilft mir da draußen nicht viel. Der macht... Oh, der sieht cool aus. Vergleichsweise wenig Schaden und das ist halt sehr langsam. Hält halt nichts aus. Der Bär ist halt eine ganz andere Schadensklasse. Der spielt schon bei den großen Jungs mit. Der sieht zwar nicht so aus, aber richtig gezüchtet, beziehungsweise richtig gelevelt, kann er eine verheerende Maschine sein. Also. Ist hier irgendwas? Gibt's hier was? Wir können mal gucken. Können wir hier runtergehen und mal gucken, was es hier so gibt. Hier ist eine Metallader, die nehme ich gerade mit. Da drüben ist, glaube ich, noch eine Metallader, wenn ich das richtig sehe. Ah. Da gehen wir auch sofort hin. Bär, bist du noch da? Wunderbar. Immer mal gucken, ob die nicht abhanden gekommen sind, festgestackt sind irgendwo. Kann immer sein. Man weiß nie. Also die hier wiegen jetzt... Okay, die wiegen 1 zu 1. Das heißt, das Scrap Metal ist tatsächlich... es hat einen höheren Kostengewichts... Also höhere Kostengewichtseffizienz. Da man das Gewicht 1 zu 1 übersetzen kann und hier wird es halt halbiert. Das heißt, wir nehmen quasi 200 Gewicht an Metall mit, kriegen allerdings daraus nur die Hälfte. Das Scrap Metal ist halt mehr 1 zu 1. Das heißt, wenn man so will, ist Scrap Metal zu 100% effizienter. Effizienter. Oh mein Gott, effizienter. Scrap Metal gibt's halt nicht überall. Metall gibt's halt dafür in Massen. Ich hätte die 130 Scrap Metal nicht wegschmeißen sollen. Tja, jetzt weiß ich's besser, ne? Man lernt immer wieder... Oh, Alter. Man lernt immer wieder dazu. Man lädt nie aus. Ich gehe mal, glaube ich, wieder ein Stück zurück, bevor hier noch irgendwas Stranges passiert. Es gibt gerade in den tieferen Ebenen der Stadt, in den Schluchten, wie hier eine ist, kann es doch das ein oder andere gefährliche Vieh geben. Megaloceros, Caprosuchus, Alligatoren, Sarkos... Megalosaurus. Mein Megaloceros ist ja nicht aggressiv. Megalosaurus gibt's. T-Rexe, wie gesagt, habe ich gefunden. Argentavis habe ich einige gesehen. Obwohl die jetzt die nicht so schwer zu töten sind. Dennoch muss man nicht... Muss man keinen Kampf mit dem provozieren. Aber die sind eher so da in den oberen Gebieten der Stadt beheimatet. Werden wir uns auch noch holen, denn die Luft zu erschließen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Ark. Wenn man einmal in der Luft ist, dann
Das ist ein riesiger Progress, Fortschritt. Oder riesiges, wie sagt man denn? Riesiger Progress. Ja doch, es ist ein riesiger Progress, die Lüfte zu. Sich in sich selbst in die Lüfte zu erheben. Pteranodon könnte man natürlich auch nehmen. Die sind aber nur zum Erkunden da. Okay, komm ich da? Ha. Ich sehe ne... Nein. Ja, jetzt ist mein Vieh in mir drin. Oder den... Okay, der frisst den einfach. Was soll das? Habe ich dich das erlaubt, oder was? Okay, ein bisschen Steine. Wie viel kann er denn tragen noch? Ja, ist schon cool. Obwohl, 300. Man sollte, je nachdem, wie viel maximales Gewicht er hat, immer so zwischen 100 und 200 übrig lassen, dass er dadurch nicht verlangsamt wird. The fuck? Mach mal was. Und weg ist sie. Die Defense Unit haben so die Angewohnheit, irgendwie alles anzugreifen einfach. Ich wüsste nicht warum. Sie sind einfach so gestrickt. Mit dem haben wir nämlich noch kein Kopfgeld, soweit ich weiß. Mit dem anderen allerdings schon. Das heißt, man sollte eventuell Viecher, mit denen man erkundet, nicht unbedingt ein Kopfgeld drauf sich aufbürgen. Obwohl die Enforcer einen selbst ja auch direkt angreifen. Da habe ich wenig Chance zu reagieren. Aber mal gucken. Mal gucken. Also. Du. Diese machen hier. Das Metall kommt hier. Eins da rein. Eins da rein. Das Ding hier hinten ist nur als Backup quasi gedacht. So, wir haben jetzt 270 durch 4. 280 bin 7. Warte mal. Nee, 260. 240 sind 60. Dann haben wir 30. Das sind 67 mal 8. Das sind. Ja, etwa 500 Steine. Grob überschlagen. So. Kommt das etwa hin? 64, genau. Perfekt. Dann, was brauche ich für den Diabesattel alles? Also, gib mich Informationen. Okay. 130 Fassen. Was zur Hölle? Da, Kometen! Die Kometen kann man, glaube ich, einsammeln. Da gibt es irgendwas Tolles. Oder das zerstört einfach deine Base. Das Problem ist, ich habe absolut nichts, womit ich dahin könnte. Komm schon, schneller, damit wir los können. Bingo. Ich will da sofort hin. Daher bist du bereit für deinen ersten Ritt. Oh Gott. Hier. Und ab geht's. Oh, mit dem haben wir auch Kopfgeld. Das heißt, wir haben den Kopfgeld. Das Kopfgeld. Also da hinten, obwohl... Scheint ja hier hinten ganz schön was abzugehen, hier oben. Boah, das war nah. Da hat ein mein Kollege drin, dich erwähnt. Okay, dieser letzte... Okay, das scheint direkt hier vor der Haustür abzugehen.
Es regnet, es regnet. Es regnet Feuer, die ist heiß. Superhitze. Du Bastard, was willst du von mir? Das macht er nur, weil wir Kopfgeld haben. Komm schon. Und was ist jetzt hier gelandet? Ey, 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 ey. Das ist übrigens so ein Verseuchter. Da ist was gelandet. Oder explodieren die einfach nur? Was ist denn das hier? Irgendwas, was offensichtlich keine Textur hat? Kann man da irgendwas einsammeln? Oder ist das einfach nur Apokalypse? Irgendwie. Ich habe gesehen, dass direkt hier vorne was gelandet ist. Direkt da. Das ist überhaupt nichts. Auf jeden Fall, hier sieht man diese alles, was so lila leuchtet. Das sind die ganzen korrumpierten Viecher. Ich frage mich doch, was ist das hier? Feuerstein. Boah, ihr Bastarde. Stirb! Schon vorbei? Hm, irgendwie glaube ich nicht dran. Okay, das heißt, wenn hier aber Kometenschauer ist, dann müssten wir eigentlich in der Stadt relativ davor geschützt sein. Relativ. Auf jeden Fall hier ist erhöhte Nahrungsabnahme. Da vorne ist noch ein Enforce. Da ist ein Corrupted T-Rex. Der könnte echt... der hat uns, glaube ich, ins Visier genommen. Nee, hat er nicht. Der könnte echt fiesen Schaden machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da geil drauf bin, das auszuprobieren. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass er auch sehr gute EP geben würde. Schwierig. Schwierig, schwierig. Wir bräuchten echt einen T-Rex. Wir brauchen einen T-Rex. Ich mal gucken, vielleicht kann ich ja doch was gegen ihn reißen. Er hat nur 1900 Leben. Das hauen wir schnell rum. Ich weiß halt nicht, wie viel er macht. Weil Corrupted Viecher machen wie... Oh, der hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Attacke! Du Bastard. Nein, stopp. Hallo. Er hat mich abgeworfen. Ich kann nicht raufen. Ich fress ihn auf. Nix gibt's. Ihr werdet alle aufgegessen. Da hinten ist die Wüstenlandschaft, Wüstenstadt. Das ist eine der Arks. Das scheint sicher zu sein vor diesen ganzen... Da unten sind ein paar... Nein. Kometenschauer. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas mitmachen kann mit dem Kometenschauer. Stirb. Corrupted Nodule. Nodule. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Das ist auch so eine Sache. Das ist ein Tech-Parasaurus. Oh, das ist ein cooler Enforcer. Mal guck, wir haben jetzt Kopfgeld und er greift uns an. Ja. Wenn wir den jetzt essen, gibt auch ganz gutes Zeug, ja. So, der Bauplan, was sieht der? Wie sieht der aus? Ja, jetzt nicht so wild. Ich würde drauf verzichten, tatsächlich. Gibt's jetzt eigentlich auch in Extinction von den Tech-Viechern irgendwie dieses Zeug? Oder ist... Naja, das ist einfach nur ein Skin quasi. Ist völlig okay. Völlig legit. Passiert irgendwas? Was leuchtet da? Ah, das sind wir. Ja.
Was mich mal interessieren würde, wenn ich jetzt einen Ankylo habe, ja, kann der auch diese Dinge hier besser abbauen? Hier diese, ne? Das ist ein Gedanke, den ich schon eine ganze Weile hatte. So, aber jetzt haben wir ja erstmal... Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Gilly-Handschuhe. Oh, ja, nehmen wir mit. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Lightweight Summer Natural Made in Corrupted Creature. Corrupted Nodule. Nodule? Nodule. Corrupted Nodule. Ich kann mal gerade im... Oh, warte mal, ich kann ja hier auch im Wiki gerade gucken. Wie wird das geschrieben? Corrupted. Da, Corrupted Nodule. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Act as both Polymer. Oh. Ah, das ist quasi. Es ist eine Alternative zu Polymer und organischem Polymer. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut. Ich, sowas weiß man ja vorher nicht. Scrap Metal? Ach, stimmt. Scrap, ja. Scrap Metal, natürlich. Das brauchen wir alles nicht. Das hier brauchen wir aktuell auch nicht. Können wir wegschmeißen. Fleisch können wir tatsächlich gebrauchen. Komm schon. Ah ne, da ist ja das Haus. Also. Du bist noch nicht fertig. Du bist fertig. Nee. Du fängst jetzt erst an. Also, hier kommt das und das und das rein. Hier kommt das rein. Das kommt hier mit rein. Ja, hier, das und das und das. Das ist auch noch hier. Und der Rest ist dann hier rein. Perfekt. So, hier repariere ich nochmal. Denn als nächstes ist mein Plan, einen Ankylo zu tamen. Das ist, was ich vorhabe. Tatsächlich. Das bedeutet... Hier soll es schon einigermaßen gutes... Oh, jetzt sehe ich meinen Timer nicht mehr. Haha, so. Ein einigermaßen gutes Level haben. Deswegen werde ich erstmal mich darauf vorbereiten, indem ich Steine herstelle. Fasern, Feuersteine und Stroh. 100, 150 ist okay. Denke ich. Ist eine ganz annehmbare Anzahl. Davon werden dann eine gewisse Anzahl umgewandelt. Da wir so viel nicht brauchen. Da wir ja auch hier unseren Attack-Bären haben. Von der EDF gezähmt. Das ist der Clan. Der Stamm. Hier habe ich ein bisschen was rumprobiert. Hier. Gigantopithecus. Defense Unit. Ein Enforcer. Ich hab mal rumprobiert, um zu gucken, was die können. Weil Defense Unit sind nicht natürlich tamebar und ich habe den Force tamed und konnte mich dann da reinbuggen irgendwie, aber es war nicht so ganz bugfrei. Also die sind definitiv nicht dafür vorgesehen, sie zu reiten. Warum ist es denn hier so warm? Sind nur 35 Grad, ja okay. Vielleicht hat der Kometenhagel die Hitzewelle ausgelöst. Ich weiß das nicht. Aber... Ah, fertig. So, wir haben jetzt 100. Das heißt, 100 davon... Wir haben 128. Werden jetzt umgewandelt in diese Kollegen. Und das kommt wieder hier rein. Und dann werde ich mich auf die Suche nach einem Ankylo machen. Narkotik nehme ich einen Stack mit, nur zur Sicherheit. Wisst, wie es ist.
Das hier ist fertig. Das kann ich ausmachen. Wie sieht's hier aus? Noch nicht mal annähernd. Packe ich aber trotzdem hier rein. Jetzt ist die Frage, was wird zuerst benutzt? Okay, ich habe genau 95, daher schwer zu sagen. Ich bräuchte noch eins mehr. Okay. So, ich habe jetzt genau 97. Das bedeutet, entweder bleiben zwei von dem übrig oder zwei von dem. Wenn zwei von dem übrig bleiben, benutzt er zuerst die hier. Wenn zwei von dem übrig bleiben, benutzt er zuerst die hier. Ah, okay. Das heißt, höchste Priorität in der beziehungsweise in der Benutzung der Metalle ist zuerst Scrap Metal. Offensichtlich. Das ist gut zu wissen. Hier stelle ich nochmal Gammelfleisch her. Können wir die 5 Minuten auch gerade noch warten und dann in der nächsten Folge gehe ich dann mir ein Ankylo ordern. Ja, wird schon interessant. Huch. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das können wir so machen. Alles aufgeteilt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Irgendwann, genau. Irgendwann kommt dieses Symbol, was man gerade gesehen hat. Dieses schwarze Gewichtssymbol. Da steht zwar nichts, das bedeutet aber, dass man die maximale Anzahl an Stapel in seinem Inventar erreicht hat. Es gibt insgesamt, ich glaube, kann man maximal 300 Stapel erreichen. Oder haben. Also es geht nicht darum, wie viel man tragen kann, sondern die Anzahl der Symbole. Also die Anzahl der einzelnen Stapel, egal von was. Hier sind zum Beispiel 3 Stapel Pfeile, ja. Können wir hier zusammenfügen, dann geht das wieder weg. Aber im Prinzip, das sind jetzt 2 Stapel, im Prinzip maximal 300. Und dann wird das Symbol angezeigt und man kann keine weiteren Sachen mehr in seinem Inventar aufnehmen. Deswegen muss man da vorsichtig sein, dass man da nichts verschwendet, nichts wegschmeißt. Sonst sitzt man nachher ziemlich blöd da. Tatsächlich. Also, was standen jetzt noch an? Solange das Gammelfleisch noch zieht. Warte mal, das mache ich mal hier rein. Aus folgendem Grund, den sehen wir gleich. Ich gehe mal Beeren sammeln, weil Gammelfleisch bringt uns ja alles nichts, wenn wir keine Beeren haben. Und das wird in der guten alten Taktik der Super Speed Bärenfarm Methode alt und bewährt vollzogen. Müssen einfach nur drücken und dann ziehen wir hier durch wie so ein Mähdrescher. Es ist sehr gut. Ja, die kleinsten Hindernisse setzen schon unsere Geschwindigkeit zurück. Ist zwar nicht so toll, aber ist jetzt auch nicht Game-Breaking-mäßig. So, jetzt sind wir schön fett überladen. Den ganzen Schmodder schmeißen wir weg. Die Fasern auch. Kann man ja irgendwann später vielleicht nochmal gebrauchen. Das und das alles. Ganze Kappes. Und dann geht's weiter. Oh. Der Trike sieht cool aus. Ups, angreifen wollte ich den tatsächlich nicht. Aber jetzt, ne? Ey, mach keinen Scheiß. Also, wir spielen ja auf einem Server. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Was bedeutet, viel Fortschritt gerade, wenn ich mich auslogge, gerade Sachen wie Brüten, was wir später machen können, oder Aufwachsen von Viechern mit einer Nanny, das ist ein Teil von S+, wird automatisch passieren über Nacht. Deswegen daher nicht wundern, falls euch wundert, dass am nächsten Tag das Vieh ausgewachsen ist oder so, was auch immer es sein wird. Das hängt damit zusammen, der Server bleibt
bleibt laufen, also der ist die ganze Zeit online. Im Prinzip läuft das Spiel die ganze Zeit dann weiter. Nur, wir sind halt nicht da, ne? Kollege ist ja jetzt auch nicht da und trotzdem stehen seine Viecher da rum. Der ist eventuell morgen wieder mit am Start? Schauen wir mal. Also, in ein paar Folgen, wer weiß, wer weiß. Das ist immer so eine Sache. Okay, wir haben schon ziemlich viel abgeerntet. Wir brauchen aber auch ziemlich viel. Wir wollen ja nicht sagen, dass wir hier nichts tun würden, ne? Während wir warten. Müssen wir erstmal ein bisschen Fahrt aufnehmen und dann hier einfach so durchziehen. Oh ja. Huch. Ach, mir ist an die überladen. Okay, Gammelfleisch scheint sich gerade zu entwickeln. Also, ne, zu vergammeln. Müsste gleich soweit sein. In 3 Sekunden. Das war das Gammelfleisch. Dann das ganze Zeug hier mit rein. Plus das hier. Das, nein. Das werde ich gleich auch noch zu Fleisch verarbeiten. Allerdings kommt das hier alles erstmal da rein. Das ist mal schön Narkotik hergestellt. Werden wir eh nicht so viel brauchen. Ich weiß allerdings nicht, wie hier das ist, wenn wir was tame sind, zum Beispiel. Und dann alles, wenn wir zum Beispiel in der Wildnis was tame, wie viele Büsche denn da tatsächlich in der Nähe sind, wo wir die Bären von abpflücken können. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so doof, hier mehrere mitzunehmen. Okay, das teile ich noch auf. Ich lasse das jetzt gleich zwischen den Folgen vergammeln. Und dann können wir in der nächsten Folge los und auf die Suche nach einem Ankylo gehen. Wie viel wir davon tatsächlich aufteilen können. Da bleibt ein Rätsel. Wie gesagt, 300 Stacks sind es insgesamt. Na? Oh, oh, ich habe jetzt, glaube ich, ein paar verschwendet. Das Symbol wurde schon angezeigt, anscheinend. Das heißt, jetzt haben wir die paar hier aufgeteilt, obwohl das Symbol schon angezeigt wurde. Es wurde aber ins Nichts quasi verschleudert. In die Leere, wenn man so will. So, das braucht noch einen Moment, das braucht noch einen Moment. Das heißt, sobald alles fertig ist, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Ark Extinction. Nicht am Ende der Welt. Das Ende der Welt ist schon geschehen. Das hier ist die Apokalypse, die Auslöschung, wenn man so will. In diesem Sinne, bis dahin.